Oh mein Gott, Leute, ich habe so viele Neuigkeiten für euch. Einmal zeige ich euch meine erste eigene Kollektion. Und ich kündige gleich zwei Zuschauertreffen an, die schon diese Woche stattfinden. Also wenn ihr mich diese Woche vielleicht noch sehen wollt, dann bleibt dran. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute echt so aufgedreht, also verzeiht mir das. Ich bin ja normal nicht immer so, aber heute bin ich. Es gibt viele Sachen zu verkünden, nämlich wie gesagt zweimal Zuschauertreffen, einmal in Rheinland-Pfalz und einmal in Nordrhein-Westfalen, dazu aber gleich nochmal mehr. Und oh mein Gott, Leute, einige von euch haben es ja schon mitbekommen, meine erste eigene Kollektion ist endlich da. Oh, das ist so ein tolles Gefühl. Es ging ja Samstag bzw. Sonntag ging ja der Shop online, da hat auch nicht gleich alles geklappt und so. Wenn man was tut, in das man so viel Herzblut und so reinsteckt und auch so gespannt auf die Meinung anderer ist, dann, also mich schafft das momentan wirklich und ich bin wirklich froh auf die Weihnachtstage, um mal wirklich ein bisschen abschalten zu können, weil ja, wie gesagt, das schafft mich ein bisschen. Aber ich freue mich total, dass sie bisher so gut bei euch ankommt. Und ich dachte, ich zeige es jetzt auch mal in dem Video, was es da so gibt, also ein Auszug davon. Eins meiner Lieblingsteile trage ich ja jetzt schon. Den habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Und zwar ist das der What the Puck Pulli. Und ich liebe den so unglaublich. Der ist so, so kuschelig weich von innen. Gute Qualität, darauf habe ich sehr geachtet. Deswegen hat es auch über ein halbes Jahr gedauert, weil ich mit meinen Entwürfen zu den Designern bin. Dann haben wir das irgendwie nochmal, ne, in schön gemacht. Weil ich habe halt immer entweder selbst gezeichnet oder habe es mit Photoshop irgendwie zusammengebastelt, wie ich es gerne hätte. Dann haben die das Ganze nochmal in schön gemacht. Dann haben wir das nach Italien geschickt mit Produktproben. Zum Beispiel bei dem Rock habe ich einfach einen schwarzen Rock von mir mitgeschickt, habe gesagt, das hätte ich gerne so und so. Dann haben die das zurückgeschickt. Dann habe ich entweder gesagt, ja. Und es war sehr oft nein, weil ich da sehr, sehr pingelig war. Vor allem was die Schals anbelangt. Da wollte ich wirklich richtig hochwertige Schals und auch vom Stoff und vom Druck und dass die auch von innen, dass der Loop halt nicht nur von einer Seite bedruckt ist und oh mein Gott, also ja, das war wirklich eine Menge Arbeit. Einige von euch haben auch geschrieben, was, nur sechs Teile, aber diese sechs Teile waren umso unglaublich viel Arbeit, weil das ist ja nicht einfach nur so eine Internetseite, wo ich mein Design hochlade und dann kann das jeder bestellen, sondern da ist halt wirklich, da steckt viel, viel mehr dahinter. Und ja, aber so soll es auch sein. Ich bin happy, ein bisschen am Arsch, aber sehr, sehr happy. Und ja, genau, also dieser hier, What the Puck Pulli, da habe ich ja gerade angefangen. Ich zeige es jetzt mal nicht an mir, sondern an diesem hier. Der ist da auch extra drauf gestickt, falls ihr das erkennen könnt. Und ja, das ist ein anderer Stoff wie dieser Pullover. Und genau das gleiche gilt auch bei der Schrift. Da haben wir so einen blumen-mintfarbenen Stoff genommen. Der sah am Anfang auch gar nicht so aus. Da war erst alles in dieser Blumenschrift. Dann habe ich gesagt, nee, ich hätte aber den Hund gerne in Schwarz und ah. Und also, ich weiß nicht, ob ihr es erahnen könnt, aber da steckt wirklich viel, viel mehr dahinter, als viele wohl glauben. Ich glaube, deswegen bin ich auch so aufgeregt, weil man so lange daran arbeitet. Und ich habe euch ja auch schon so lange davon erzählt, aber ich konnte ja nie wirklich was zeigen, weil es ja auch doof ist, das schon ein halbes Jahr vorher so richtig zu zeigen und es ist noch nicht erhältlich. Ja, und wenn es dann fertig ist, dann, ja, weiß nicht, ich bin halt da so ein bisschen aufgeregt. So, ich zeige euch mal die Schals, die finde ich auch so toll. Da habe ich mich einmal dafür entschieden, einmal einen Mopskopf drauf zu drucken und einmal eine Mops-Silhouette, wie auch beim Rock. Und zwar ist es so, dass hier bei diesem Mops-Kopf, das ist wirklich ein Foto von Mia. Also Mia Mops ist wirklich mit ihrem Gesicht auf diesem Schal. Man muss das ja nicht unbedingt schon aus der Ferne sehen, dass man da einen Schal anhat mit riesen Möpsen drauf. ja, das war mir eben sehr wichtig, eben das tragbar zu machen. Und nicht nur für Kinder, sondern auch, ne, ich bin ja auch kein Kind mehr, aber ich möchte so gerne Möpse tragen. Haha, ja, genau. Also hier ist Mia Mops auch mit ihrem Gesicht verewigt. Oder was ich so unglaublich toll finde, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was das für ein tolles Gefühl ist, das zu tragen. Das Logo hier mit Mias Gesicht und ja, Mia Mops bei Obacht. Und übrigens, das habe ich schon vor meiner YouTube-Zeit, habe ich sowas angefangen, dass ich von mir die Gesichter mit Photoshop bearbeitet habe und das dann ausgedruckt und dann auf einen Stoff draufgebügelt oder draufgestickt. Also ich hatte diese Mops-Kollektion schon sehr, sehr lange in meinem Hinterkopf. Klar kann mir jetzt YouTube hier so bei ein bisschen helfen, aber das ist jetzt nicht unbedingt so krasses Merchandise, wo dann fett Obacht draufsteht. Das ist auch gar nicht meine Art. Ich feiere lieber so Sachen wie diese Mops-Liebe und ja. So, der zweite Schal, der ist in Schwarz und da sind dunkelgraue Möpse drauf. Auch das erkennt man gar nicht so auf die Ferne.
sondern eben nur, wenn man von nahem hinguckt. Und das ist eben ein Mops von der Seite und auch den liebe ich total. Und natürlich ist hier auch wieder das Logo drauf, Mia Mops bei Obacht. Sehr, sehr große Liebe empfinde ich auch für meinen Rock. Das war auch mit das erste, was ich designt hatte oder was ich schon die ganze Zeit in meinem Hinterkopf hatte. Einen Rock mit Mops-Mustern. Und ja, dieser ist es geworden. Ein schwarzer Skater-Rock mit einer weißen Mops-Silhouette drauf. Und ja, den feiere ich total und trage den auch total gerne. Und auch hier wieder, ne, ihr seht ja, Mia Mops ist innen dann eingestickt. Und ja. Das waren jetzt mal so die Teile, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Und ich würde natürlich eure Meinung interessieren. Was gefällt euch denn am besten? Geht doch mal auf www.miamops.de und schaut, was euch da am besten gefällt. Und ich bin auch sehr, sehr offen für Vorschläge. Wenn ihr sagt, hey Patty, macht doch mal so ein cooles Skaterkleid, also so ein Kleid mit Mops-Köpfen oder mit einer Mops-Silhouette. Keine Ahnung, macht das Kleid schwarz und die Möpse aber dann dunkelgrau und nicht so wie beim Rock oder so. Gerne, gerne damit in die Kommentare. Ich bin total offen für eure Vorschläge und es war ja jetzt auch nur die erste, ne, der erste Schwung. Und das soll natürlich weitergehen und ja, wenn ihr mitbestimmt, dann ist es natürlich noch viel cooler. Und das waren jetzt so die Sachen, die ich euch mal zeigen wollte, aber da gibt es ja noch ein paar andere. Also schaut mal vorbei bei miamops.de. So, und jetzt komme ich auch gleich schon zu den Zuschauertreffen, die auch schon gleich morgen und übermorgen stattfinden. Und zwar könnt ihr mich einmal in Nordrhein-Westfalen treffen und einmal in Rheinland-Pfalz. Ich fange aber erstmal morgen an. Morgen findet das Ganze in Köln beim Deutschen Roten Kreuz statt, nämlich bei dem Shop. Das ist eine Aktion, die D-Fashion ins Leben gerufen hat. Da ist so ein Community-Shopping angesagt. Ihr könnt uns treffen und wenn wir da vielleicht gemeinsam shoppen gehen und was finden, dann ist das Ganze auch für einen guten Zweck, finde ich richtig cool, was aber nicht heißt, dass man da unbedingt shoppen muss. Also wenn ihr einfach nur kommen wollt, um uns zu treffen und so, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Und wann genau das ist, das blende ich euch hier nochmal ein. Also wie gesagt, morgen am Freitag in Köln. Weiteres dazu findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und dann geht's für mich auch schon am Samstag auf Reisen, nämlich nach Rheinland-Pfalz, in meine Heimat. Wuhu! Da findet nämlich auch ein Zuschauertreffen statt, und zwar beim Globus in Bobenheim-Roxheim. Bobenheim-Roxheim werden die wenigsten von euch kennen. Das liegt zwischen Mainz und Ludwigshafen, ist also auch mit der Bahn eigentlich ganz gut zu erreichen. Und da ist beim Globus. Globus ist sowas ähnliches wie Real. Da gibt es also von Getränke über Essen, über frische Theken, da gibt es eigentlich alles. Und da ist auch vorne drin noch so ein bisschen so ein Center, würde ich sagen. Und da findet eine verlängerte Einkaufsnacht statt. Und zwar kann man da bis um 24 Uhr, glaube ich, einkaufen. Und noch dazu gibt es eben ein tolles Rahmenprogramm. Also wenn ihr aus der Nähe kommt von Bobenheim-Roxheim, also wenn ihr aus der Nähe Mannheim, Ludwigshafen, Mainz oder was auch immer, dann überredet doch eure Eltern, mit euch da einkaufen zu gehen. Die könnt ihr dann in den Laden schicken und ihr könnt dann bei uns bleiben. Und ich bin nämlich nicht alleine, nämlich der Robin von Trending Robin ist dabei. Ihr wisst ja, der Pfälzer Pöbel-YouTuber, der immer so auf dem Feld rumläuft und rumschreit, der ist dabei. Und der Chan von Apple Wall TV ist auch dabei. Ich blende sie euch hier mal ein. Und ihr könnt uns da so gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr treffen. Da sind wir für euch da. Also, ne, da ist wirklich viel Programm geboten. Und vielleicht schafft ihr es ja, da vorbeizukommen. Ich hoffe, dass euch die Ankündigungen gefallen haben, also mein miamops.de-Shop und die zwei Zuschauertreffen. Seid bitte nicht traurig, wenn ihr morgen oder übermorgen nicht kommen könnt. Schreibt lieber dann in die Kommentare, wo ich denn wirklich mal auch ein anderes Zuschauertreffen machen soll im neuen Jahr, falls das irgendwie viel zu weit weg ist von euch. Und dann vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin, vielleicht auch mit anderen YouTubern oder so. Also gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir euer Feedback zu miamops-Kollektion und vielleicht sehen wir uns da schon morgen oder übermorgen. Ja, und ihr wisst ja, ne, hier unten gibt es meine letzten beiden Videos. Wenn ihr ein paar Tipps braucht, was man tun kann, wenn man mal einen schlechten Tag hat, wenn man schlechte Laune hat, dann klickt mal hier auf dieses Video. Da habe ich so meine Tipps für euch zusammengestellt, die mir immer helfen, wenn ich mal schlecht drauf bin. Und dann kommt ihr noch daneben zu meinem letzten Video. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.